Also das mit dem Freude und Gil war schon echt. Das war aber, das war schon gut. Mhm. Da waren wir ein gutes Team. Ich will Namen nur einen, aber von jedem einen. Also wir haben jetzt ja wirklich einiges am Start, ne? Von Tom Beck. Was haben wir alles genannt? 20 Leute eigentlich. Aber wenn ich als Sänger die Stimme nochmal analysieren wollte, dann würde ich schon sagen, dass die Parallelen zu Gil Oferin schon am Start sind. Und ich würde auch gerne einmal richtig raten hier in dieser Show. Deswegen sage ich Gil Oferin. Das ist deine letzte Chance, ehrlich gesagt. Meine letzte Chance. Ich sage Gil Oferin. Deine vorletzte. Oh mein Gott. Ja. So, Colleen, Namen, ganz ehrlich. Also die Therapie nach dieser Sendung. Nein, nicht schwafeln, Namen. Sieben in Rechnung. Es ist Gil Oferin. Okay, Max. Gil Oferin. Ja? Ja, sehr hier. Alle vier? Ja. Alle vier Gil Oferin. Lieber Herr Grashüpfer, bitte nehme deine Fühler ab. Oh, meine Nerven, echt. Grashüpfer! Oh, nicht erst die Handschuhe! Ach, guck mal, verheiratet. Aber der ist verheiratet. Ah, oh, okay, das ist eine Inszenierung. Weltklasse! Nimm deine Utensilien wieder an, Nick. Die stehen nur dir. Nur dir allein. Unfassbar. Gil. Was? Du warst so sensationell. War es für dich auch so schön wie für uns, wann immer du auf die Bühne kamst? Freunde, ihr habt keine Ahnung. Im deutschen Fernsehen gibt es so viel und so viel Langeweile. Aber so eine Sache wie hier heute Abend gibt es selten. Vielen, vielen Dank, dass wir ein Teil davon sein konnten. Und bitte einen Riesenapplaus für die Leute hinter den Kulissen. Absolut, absolut. Bitte. Und ihr könnt euch auf eine Sache freuen. Verdammt nochmal, es gibt eine zweite Staffel! Jawohl! Ich sag mal so, du hast dich qualifiziert, wieder mitzumachen. Das wäre ein bisschen langweilig. Aber jetzt wollen wir dich nochmal hören, ohne Fühler am Köpfchen, sondern ganz live gesungen. Und zwar der Kopf komplett nackig. Gil Grashüpfer Oferin, das ist deine Bühne! Dankeschön. Vielen Dank, Gil. Großartig.